Hallo, willkommen zum nächsten Part von Pokémon Revolution Online. Wir haben im letzten Part, ich wollte ein bisschen langweilig klingen, aber das fand ich dann doch doof. Wir haben im letzten Part Aquatic City erreicht, es erkundet, uns den Burnt Tower angeguckt, durften wegen in den Tin Tower nicht rein, haben die Kimono Girls, von den geratschenden Flossen von Team Rocket, haben die sie davon erlöst und die drei Hunde-Pokémon freigelassen, die jetzt wahrscheinlich irgendwo durch die Welt laufen und sind jetzt bereit für die Arena von Aquatic City. Also gehen wir einfach rein. Wir sind vorbereitet. Ich habe ein paar starke Kollegen dabei. Also versuchen wir es. Und hier ist es gruselig und dunkel. Statuen und ein cooler Typ, der sagt: Okay, pass auf, hier gibt es nur Geister-Pokémon. Normale Moves haben gar keinen Effekt. Alles klar, gehen wir weiter. Und hier steht der erste. Ja, wie trainiere ich den? Vulpix. Geist. Ah, du siehst, dass du einen Geist gesehen. Was ist los? Und wir sehen unser neues Vulpix hier oben. Es hat die Dürrefähigkeit, das Feuerattacken verstärkt und wir setzen Flame Burst ein. Geistattacke. Wir haben auch Fiend Attack, die ist sehr effektiv, aber ich weiß nicht, ob die wirklich mehr ausmacht als die Feuerattacke. Nee, eben nicht. Und wir besiegen Mistrios. Ich glaube, Vulpix darf ich erst vor Level. Jetzt muss ich mal eben meinen schlauen Pokédex gucken. Vor Level. Ich glaube, 48 war es oder so. 50. Vor Level 50 darf ich Vulpix gar nicht weiterentwickeln. Sonst lernst du nichts. Voluna lernt nämlich nichts mehr. Vulpix kriegt einen kleinen Trank zur Aufweiterung. Aber dann sind wir weiter. Normalerweise in den Editionen ist das so, erst wenn man den Arena oder diesen Trainer, der hier steht, besiegt hat, wird der Bereich überhaupt sichtbar. Wenn man runterfällt, landet man ganz am Anfang. Oh, ich liebe den Friedhof, das ist, wo ich deine Pokémon hinschicke, das ist nicht nett. Demo ist immer noch da. Alles klar, Mirko. Mirko möchte Flammenburst essen, glaube ich. Utsch. Das hat aber wehgetan. Was soll das denn? Das war mal eine starke Attacke. Assurance? Warum ist sie denn so effektiv hier? Wer kann denn noch XP gebrauchen? Crobat. Crobat. Ist hoffentlich schneller. Giftzahn. Tschüss. Ja, Crobat braucht echt einen Scheißhaufen an XP, um überhaupt weiter gelevelt zu werden. Ich hätte vielleicht mit der Entwicklung zu Crobat noch ein bisschen warten sollen. Das war, glaube ich, nicht so das Cleverste. Hab mir die Daumensehne gerissen. Wobei. Und wir haben Nebulak gegen uns. Nebulak Flame Burst. Ja, unser Wirk ist nicht das Schnellste und hält auch nicht viel aus. Wie ist denn unsere Spezialverteidigung? Geht eigentlich. Dann machen wir einfach aus ein bisschen stärker. Dürre hält immer noch an. Ist gut zu wissen. Falls mir da später mal irgendwelche Effekte vonnöten sein sollen. Unser einfach aus ist einfach turbo schnell. Aber nicht schneller als wohl als Nebulak. Nebulak ist echt. Die Geister sind aber auch echt schnelle. Ja, schön, muss ich sagen. Voraus ist verwirrt, aber setzt sich durch und benutzt Donnerblitz, um Apollo ins Nirvana zu schicken. Und das war's auch schon. Dann fangen wir mit einem Voraus an. Vulpix eben aufpäppeln. Und da steht er. Morty. Ich glaube, in Deutsch heißt er Jens. Und wir wollen ihn direkt herausfordern. Ich hoffe, wir sind bereit. Ampharos ist nicht ganz fit. Was habe ich denn noch im Rucksack? Ich nur ein bisschen. Ich glaube, ich gebe Vulpix mal das Fokusband. Damit Vulpix nicht ge-one-hitted werden kann. Und Magnet hat Ampharos schon. Ich habe zwei Stück. Was mache ich denn jetzt hier überhaupt? Ich suche nach Medizin, ich Trottel. Frischem Wasser für Ampharos. Und Morty. Bist du bereit, Morty? Willst du gegen uns kämpfen? Dann kriegst du jetzt.
Ich bin der Ghost-Typ-Experte. Besiege mich und krieg den Nebelorden. Fuck, ist Nebel. Und Morty startet mit einem Alpolo-Line und wir fangen mit Donnerblitz an. Er setzt Spuckball ein, heißt die Attacke auf Deutsch, Shadow Ball. Und er ist leider schneller als wir. Haben wir denn nix, was super gegen Geist ist? Vulcano, komm. Ich wollte dich eigentlich behalten, aber ich habe mich für Vulpix entschieden. Vielleicht kannst du mir trotzdem nochmal helfen. Essen. Feuerzahn. Och. Danke für die Hilfe. Feligata, holen wir gleich den Klotz raus. Holen wir den Klops raus. Mann, das ist aber auch nicht normal, was sie mir viel Schaden machen. Und Biss ist eine Dark-Attacke, die mir eigentlich hilft, aber der kann... Zauberblatt, das sieht nicht gut aus für uns hier. Also gegen ihn auf keinen Fall ein Pflanzen-Wasser-Pokémon einsetzen. Aber er hat auch hier Biss. Die Welle. Super effektiv, aber wir kriegen nicht mal die Hälfte weg. Okay, Jens ist echt eine harte Nummer. Ich glaube, das wird nichts diese Runde. Aber so leicht gebe ich mich nicht schlagen. Das schafft Vulpix nicht. Fange ich jetzt wieder mit dieser Belieber-Strategie an. Die Welle und wir sind weg. So, was haben wir mit Crobat? Crobat, versuchen wir es mal mit Limonade auf Ampharos, damit er fit ist gleich. Ich versuche mir jetzt mit Items hier durchzuschummeln. Ich kann Ampharos Miss Magus. Ich glaube, es ist auch sein, wird auch sein stärkstes sein. Donnerblitz. Okay, er hat nichts Stärkeres gegen uns anscheinend. Und wir besiegen ihn. Donnerblitz. Und den holt er raus. Driftblim. Driftblim. Driftblim, Driftblim. Das ist sehr schön. Das ist nämlich ein Fluggeist-Pokémon. Und den können wir mit Ampharos hier ordentlich einheizen. Ominöser Wind. Und wir machen. Wir müssen auch schneller sein eigentlich. Gibt's doch nicht. Sind alle so schnell, die Viecher. Weil hat er ordentlich gefressen. Und wir kriegen noch eine Limonade. Ich mogel mich hier durch, Leute. Ich mogel mich hier durch. Und Donnerblitz. Jawolleck. Und wen hat er noch? Gengar. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut, gar nicht gut. Wen soll ich denn... Was soll ich denn gegen Gengar machen jetzt? Was soll ich denn gegen Gengar machen? Gengar wird mich doch mit Sicherheit mit zwei Hits... wird mir doch mit einem Hit mehr als die Hälfte abziehen. Oh, er setzt... Traumfresser ein, okay. Nee, das wollen wir auch nicht. Ja, war richtig. Ich warst. Ja, kleine Hänger gehabt. Full Heal brauche ich. Weil er jetzt bestimmt Traumfresser einsitzt. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte dich mit Donnerwelle paralysieren. Jawohl. Ja, sind wir auch zuerst dran. Endlich mal. Und Gengar. Voll paralysiert, so wie ich das sehe. So, Leute, dreht man eine vermeintliche Niederlage zu dem Sieg über den Arenaleiter von Acrotique City. Und unser Feligato möchte Crunch lernen, das ist natürlich schön, da kann ich Biss verlernen. Crunch ist Kinesha, das ist die stärkere Version davon. Und was geht hier ab? Ampharos möchte Power Jam lernen. Das ist eine Gesteinsattacke, okay. Die wollen wir natürlich mitnehmen. Machen wir den blöden
Bezweck, den kann man jederzeit neu erlernen. Okay, als Zeichen, als Beweis seines Sieges gebe ich dir den offiziellen Pokémon-Liga-Orden, den Fogpatch. Der Fogpatch macht deine Pokémon noch stärker. Gut, dass du dich so genau ausdrückst. Ja, ich gehe als Sieger hier raus. Ja, klar nehme ich auf. Was soll ich sonst online? Ich lebe nur zum Aufnehmen. Und der Typ müsste uns jetzt hier eigentlich die Spukball-TM mitgeben, wenn wir ihn fragen. Ominous Wind, okay, für 10.000. 10.000? Nee, danke. Ominöser Wind? Nee. So nötig habe ich es dann doch nicht, neue Attacken zu erlernen. Okay, Leute, das war wesentlich knapper, als ich gedacht hatte. Seine Pokémon sind wesentlich schneller gewesen. Und ich muss hier zusehen, dass ich auf den nächsten Routen stärker werde. Und das soll es von dem Part gewesen sein. Wir haben Morty, beziehungsweise auf Deutsch Jens, den Arena-Leiter von Aquatic City besorgt und sind jetzt im Besitz des vierten Ordens von Johto. Damit haben wir die Hälfte aller Orden erreicht. Und das soll uns für diesen Part erstmal reichen. Ich werde mich dann hier links raus über die Route 38 und 39 nach Olivian City begeben, wo wahrscheinlich ein krankes Ampharos auf mich wartet, das im Leuchtturm sitzt. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Das war's, euer Game Ranger. Ciao.